Hallo meine lieben Feuerzeichen, herzlich willkommen alle Löwen, Widder und Schützen für euer intuitives Tarot-Reading für die erste Maihälfte. Ja meine Lieben, ich habe hier wieder das Rider-Waite-Tarot vorbereitet. Ich habe schon gemischt und gefragt nach den Energien, die jetzt für euch wichtig sind, die euch zur Verfügung stehen und natürlich auch für die Aufgaben, die eventuell auf euch zukommen. Ich werde das wie beim letzten Mal sehr intuitiv deuten. Ja, die Karten sind wirklich nur Anhaltspunkte und ich werde euch dann alle Botschaften durchgeben, die ich während des Readings für euch empfangen darf. Ich habe von der Sandra Kammern ein wunderschönes neues Deck, die Chakra-Weisheitskarten. Die werde ich heute als kleines Zusatzzuckerl noch einsetzen. Das heißt, ganz am Ende wird es noch eine Botschaft geben. Und zwar frage ich da, welches Chakra vielleicht in der ersten Maihälfte von euch etwas Unterstützung braucht, um es zu energetisieren. Meine lieben Feuerzeichen, wie immer bei den allgemeinen Readings, spür wirklich gut in dich hinein, ja, ob du mit den Botschaften hier in Resonanz gehst. Die können natürlich nicht immer für jeden stimmig sein, der jetzt hier zusieht, aber ich frage grundsätzlich, und das habe ich auch schon gerade beim Mischen getan, welche Botschaft möchte jetzt am dringendsten in euer Kollektiv? Wenn es einmal gar nicht passt, schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, dann könnte es vielleicht diesmal besser passen. Ja, meine Lieben, wir schauen mal. Eine Hauptenergie bitte für die Feuerzeichen. Jawohl, es geht um die Selbstliebe. Es könnte sein, dass du im Zuge der Vollmondenergie des Skorpions jetzt, die hinter uns liegt, die sich noch so allmählich etwas ausreinigt, nochmal erkannt hast, wie wichtig es wirklich für dich ist, ganz bei dir zu sein, deine eigenen Kelche mit Selbstliebe und Selbstwertschätzung zu füllen. Was ich hier spüre, ist, dass du in der Vergangenheit vielleicht in einer Situation gewesen bist, die deinen Selbstwert immer wieder hinterfragt hat. So nehme ich das wahr. Ich fühle, dass du eventuell auch mit einem Menschen zu tun hast in deinem Leben. Ja, der könnte aktuell auch noch präsent sein in deinem Leben, der deinen Selbstwert immer wieder triggert. Ja? Das nehme ich erstmal wahr. Wir schauen mal, aus welcher vergangenen Energie du kommst. Eine Karte für deine Vergangenheit. Ja, das ist, ich sage, ich brauche eigentlich keine Karten mehr. Da fällt der Page der Kelche, der reicht dir diesen Fisch. Und das ist genau dieser Mensch, den ich hier wahrnehme in deinem Energiefeld. Es gibt irgendjemanden, der dir in deinem Leben nicht wirklich den gefüllten Kelch der Liebe reicht, den du dir wünschen würdest, um hier 10 Kelche voll zu machen, ja, sondern der reicht dir zwar einen Kelch, aber da ist immer nur dieser Fisch drin. Es könnte sein, dass du schon öfter versucht hast, dich von diesem Menschen zu lösen, aber so richtig gelingt es dir nicht, ja. Aber dir ist jetzt vielleicht mit dieser Vollmondenergie auch nochmal sehr, sehr deutlich bewusst geworden, dass du das mal hinter dir lassen musst, ja. Dass es darum geht, jemanden zu finden, der dir hier den 10. Kelch reicht. Ich nehme immer so wahr, eine große Sehnsucht in dir wirklich nach Erfüllung in deinem Leben, auch nach einer erfüllten Beziehung vielleicht. Das muss aber nicht unbedingt eine romantische Situation sein. Es könnte auch sein, dass das in deinem Arbeitsleben ist, im Freundeskreis. Irgendjemand triggert da deinen Selbstwert. Wir fragen mal, wie geht es weiter jetzt im Mai? Wie entwickelt sich das Ganze weiter? Ja, da kommt ein Kampf auf dich zu. Ein Kampf in deinem Inneren, nehme ich wahr. Da geht es wieder um dieses Loslassen. Was ich fühle, du versuchst seit geraumer Zeit, diesen Menschen hier aus deinem Leben zu entlassen oder dich von ihm oder ihr zu entfernen. Und doch tobt da immer wieder ein Kampf in dir. Was ich spüre, es könnte sein, dass du so sehr daran gewöhnt bist, das klingt jetzt etwas komisch, aber das soll ich euch genauso weitergeben, dass du so sehr daran gewöhnt bist, um Liebe und Anerkennung zu kämpfen. Vielleicht ist das ein altes Thema, das dich in deinem Leben schon eine Zeit lang begleitet, immer wieder um Liebe kämpfen zu müssen, eventuell sogar schon aus deiner Kindheit, dass es dir im Moment
sehr schwer fällt, ganz loszulassen, aufzugeben, diesen Menschen aus deinem Leben zu entfernen, weil dir dann etwas fehlt. Ich weiß, das klingt paradox, aber so soll ich das weitergeben. Wenn wir, meine Lieben, wenn wir ein Muster, wie zum Beispiel uns um die Liebe eines anderen, um die Anerkennung von anderen Menschen zu bemühen, sehr verinnerlicht haben, vielleicht schon aus unserer Kindheit, aus der Jugendzeit heraus, und wir lassen dann tatsächlich los und können dieses Muster sozusagen nicht mehr bedienen, dann fallen wir erstmal in ein Loch. Das klingt paradox, ja, aber dann ist eben nicht alles gleich eitel Sonnenschein, sondern dann geht es daran, uns an die harte Arbeit zu machen, das, wofür wir die ganze Zeit gekämpft haben, ja, einfach mal loszulassen und zu sagen, huh, jetzt weht hier der Wind im Wintergarten bei uns. Könnte sein, dass ich gleich mal die Tür zumachen muss, nicht, dass hier noch die Karten davon fliegen. Sondern, dass du dann wirklich erstmal schaust, wie kann ich diese Lücke füllen, die hier entstanden ist, weil ich vielleicht ein altes Verhaltensmuster aufgebe, das so verinnerlicht ist. Also das könnte ein bisschen anstrengend werden im Mai. Hin und her gerissen nehme ich wahr. Soll ich mich noch bemühen? Hat es noch Sinn oder soll ich mich abwenden? Wir schauen mal, wie entwickelt sich das Ganze Mitte Mai dann. Ja, da wird nochmal, da kommt nochmal diese alte Wunde der Ablehnung und Zurückweisung an die Oberfläche, ja. Dieser Mensch, von dem du hier bislang nur diesen Fisch im Kelch bekommen hast, hat immer noch die Möglichkeit, bestimmte Knöpfe bei dir zu drücken, so empfange ich das. Er hat in gewisser Weise noch eine Macht darüber, dich in diese alte Verletzung hineinzustürzen. Es klingt ein bisschen dramatisch, aber so fühle ich das. Dass wenn er oder sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, du dich sehr, sehr, sehr getriggert und sehr, sehr zurückgewiesen fühlst. Was ich höre, du bist sehr empfindlich, was diesen Mensch betrifft, empfindlich und empfindsam. Wenn du an ihn oder sie denkst, bist du sehr emotional. Da tobt der Kampf, du weißt eigentlich, du müsstest weitergehen. Genau, du müsstest weitergehen, aber irgendwas hält dich zurück. Wir schauen mal, was kommt von außen auf dich zu? Das könnte im Mai noch mal ein bisschen anstrengend werden, meine lieben Feuerzeichen, ohne euch Angst machen zu wollen, denn wir haben eine sehr schöne Hauptenergie. Ja, der andere meldet sich nicht, der andere ist im Rückzug, so nehme ich das wahr. Du wünschtest dir von diesem Menschen endlich die ersehnte Botschaft zu erhalten, so höre ich es. Du hast dir lange Zeit in deinem Leben gewünscht, dass dieser Mensch auf dich zukommt und dir in der Energie eines Königs den gefüllten Kelch der Liebe reicht. Aber dieser Mensch zieht sich immer wieder zurück. Was ich jetzt aber höre, ganz deutlich, wenn du deine Aufgabe annimmst, diesen Menschen auf keinen Fall mehr deinen eigenen Kelch hinterher zu tragen, sondern wenn du dich jetzt nur auf dich selbst besinnst, dann könnte dieser Mensch hier in seinem Rückzug eine wichtige Erkenntnis gewinnen. Es könnte sein, dass dieser Mensch das Gefühl hat, du bist immer da, ja? Egal, wie lange er sich vielleicht auch zurückzieht, wenn er wieder auf dich zukommt, bist du wieder da oder sie, ja? Kann auch eine Freundschaft sein, ja? Dass du so das Gefühl hast, ich war immer diejenige, die hier gegeben hat, der Freund, die Freundin hat nur genommen, ja? Und wenn ich sie brauche, ist er nicht da oder sie ist nicht da, er ist nicht da. Aber wenn du jetzt mal, ich möchte fast sagen, den Spieß umdrehst und sagst, so, jetzt bin ich mal nur für mich da, nicht mehr für dich, denn ich will keinen Fisch, dann könnte dieser Mensch hier in seinem Rückzug eventuell zum Nachdenken kommen. Ja, so fühle ich das. Was wünschst du dir, was hoffst du oder wovor hast du Angst? Was sind deine Hoffnungen
oder Ängste. Da fallen zwei Karten. Oh, das ist nur die Angst, ja? Ja. Du hast hier schon viel gelitten in dieser Beziehung und du hoffst so sehr, das würde mal enden. Also das sind zwar zwei Karten für die Angst, aber da ist die Hoffnung natürlich auch darin wieder gespiegelt. Das ist jetzt schon krass. Das ist eine krasse Energie. Und wenn wir hier mal schauen, ihr müsst auch mal so die Lage der Karten betrachten. Wir haben hier eine Reihe und das sind drei der, naja, ich sage jetzt mal etwas salopp ausgedrückt, gruseligsten Karten des ganzen Decks gefallen. Die fünf Schwerter, die fünf Münzen und die neun Schwerter, ja, die zeigen, wie wichtig es für dich ist, meine Liebe, mein Lieber, in deine Selbstliebe zu gelangen. Es gibt hier eine Situation oder einen Menschen, der dich wirklich triggern kann, der immer wieder eine sehr alte, da nehme ich fast wahr, die Wunde, die könnte entweder schon aus deiner Kindheit oder sogar aus einer früheren Inkarnation stammen, ja, der diese Wunde, auch wenn er sich immer wieder zurückzieht, ja, aber sobald er auftaucht oder du an ihn oder sie denkst oder von ihm oder ihr hörst, triggert er diese alte Wunde der Zurückweisung an. Ja, so nehme ich das wahr. Und du bist schon sehr, sehr oft aufgrund dieser Verbindung durch den Schnee gestapft, ja, übertragen gesprochen. Du hast schon viel gelitten, du hattest schlaflose Nächte. Vielleicht kommt das jetzt im Mai auch nochmal sehr deutlich, denn wir dürfen nicht vergessen, die fünf Schwerter, das ist schon eine schwere Energie, ja, das ist der Kampf. Es tobt ein Kampf in dir, gehen oder bleiben, gehen oder bleiben. Und so sehr du gehen willst, irgendwas hält dich. Irgendwas hält dich. Was hält dich eigentlich? Ich soll eine Klärungskarte zum Pagen der Kelche erbitten mit der Frage, was hält dich an diesem Menschen oder in dieser Situation? Was hält dich? Was hält dich? Eine Klärungskarte. Ja. Der Mensch lässt dich auch nicht in Frieden. Hier fallen die acht Stäbe. Das heißt, entweder er meldet sich dann doch immer wieder bei dir, ja, er taucht immer wieder hier aus der Versenkung auf, oder aber du erfährst Dinge über ihn oder über sie, wenn es eine Frau ist, ja, du bekommst etwas mit, wenn du keinen Kontakt hast. Und wenn du in Kontakt stehst, könnte es sein, dass dir dieser Mensch durch bestimmte Dinge auch immer wieder Hoffnung macht, dass sich etwas vorwärts bewegt, aber dann kommt wieder im Prinzip die Enttäuschung, der Rückzug, dann passiert nicht das Erwünschte. Und deswegen bist du dann auch immer wieder traurig, enttäuscht. Enttäuschung nehme ich wahr. Enttäuschung. Du hast dir irgendwann hier mal sehr viel erhofft. Ja. Wie entwickelt sich das Ganze weiter? Wir sehen ja schon hier unten, da habe ich ja auch gefragt, so Mitte Mai, die vier Kelche zeigen, dass du dich noch einmal abgelehnt, zurückgewiesen fühlen könntest. Bekommen wir da noch genauere Hinweise? Warum sind hier die vier Kelche gefallen? Oh, das ist wunderschön. Weil Gott möchte, dass du diese Wunde heilst. Das ist sofort mein gechannelter Impuls. Hier fällt der Hierophant. Das ist das Gottvertrauen. Du sollst das Vertrauen in die Liebe Gottes nicht verlieren. Und du sollst dir immer wieder sagen, dass es niemand, ja, gelingen sollte, dich immer wieder aus deinem inneren Gleichgewicht zu bringen. Ja, wir haben hier, schau mal die Diagonale, wunderschönen Hierophant, die neun Kelche und diesen abgelehnten Kelch. Der Hierophant sagt, wenn du dir bewusst machst, dass, ach, es ist tatsächlich eine Karte weggeflogen. Moment, die muss ich euch aber zeigen. Ah, ich sitze hier im Wintergarten und da ist die Tür auf und es ist ziemlich windig heute bei uns auf Mallorca. Schaut mal. Diese Karte ist runtergefallen. Ich halte mal die Karten kurz fest. Das ist mit Sicherheit kein Zufall, denn das ist eine Karte, die zum einen bestätigt, dass es sich hier um eine sehr alte Wunde aus deiner Kindheit handeln könnte oder aus einer früheren Inkarnation, die jetzt zur Heilung kommen darf. Ich lege die mal hier neben den Eremit, weil das neben den Hierophant. Das ist sicher kein Zufall, dass die jetzt hier runtergeflogen ist, vom Winde verweht sozusagen. Gott möchte dir helfen, hier eine Wunde zur Heilung zu bringen.
die schon lange in deinem Energiefeld liegt, ja, die Wunde des Abgewiesenwerdens. Und es könnte sein, vielleicht befindest du dich auch in einem Seelenpartnerprozess, denn die 6 Kelche fallen ja immer mal für die Seelenpartnerschaften. Und dann nehme ich hier diesen Pagen der Kelche tatsächlich als deinen Seelengefährten oder deine Seelengefährtin wahr, die hier vielleicht immer wieder in dein Leben hineinkommt oder kam. Du hast dir sehr viele Hoffnungen einst gemacht, wirst aber immer wieder enttäuscht, ja. Aber Gott sagt dir jetzt, du hast jetzt eine große Chance, diese Wunde zu heilen. Verstehe, dass dieser Page der Kelche, ja, den Fisch im Grunde immer wieder reichen muss, bis du verstehst, ich bin mehr wert als der Fisch. Ja, ich bin gespannt. Die geistige Welt war jetzt hier schon sehr, sehr deutlich. Was kommt noch? Genau, denn du hast hier den gefüllten Kelch verdient. Hier erfällt der Ritter der Kelche. Du sollst dir bitte bewusst machen, dass dieser Mann hier jetzt in dem Fall, ja, aber es kann natürlich auch eine Frau sein, schau mal, die 10 Kelche voll machen kann. Das heißt, wenn du jetzt im Mai, ganz wichtig jetzt in den kommenden 2 Wochen, extremst darauf achtest, dir selbst gut zu tun, bestens für dich zu sorgen und zu sagen, ich habe das Beste verdient, ja, schaffst du die Voraussetzungen dafür, dass hier jemand mit dem gefüllten Kelch kommt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Page hier in diesen Ritter transformiert. Wir hatten ja hier unten gesehen, ja, dass jemand eventuell im Rückzug auch energetisch durch die Energieübertragungen fühlen könnte, bei dir verändert sich etwas. Ja, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es auch ein neuer Mann ist oder eine neue Frau. Ganz wichtig, die Heilung. Heilung ist ein zentrales Thema in diesem Reading für dich. Ja, dass du dich jetzt wirklich noch einmal darauf einlässt, diese alte Wunde anzuschauen. Bei vielen Menschen hat dieser vergangene Vollmond im Skorpion nochmal tiefliegende Kindheitswunden an die Oberfläche gebracht. Ja, und man hat verstanden, es muss sein, dass man da einmal kurz hinschaut. Das bedeutet nicht, dass man in dem Schmerz versinken muss, dass man eine jahrelange Psychoanalyse machen muss. Ja, das meine ich damit nicht. Aber es geht für dich darum, wirklich nochmal in die Innenschau zu gehen und zu sagen, ich heile mich von innen. Ja, denn nur wenn ich im Inneren geheilt bin, kann ich im Außen andere Situationen und Menschen anziehen, als die, die mich hier in diese Energie versetzen. Ja, ich bin jetzt sehr auf die Chakra-Karte gespannt. Welches Chakra darfst du mit Energie versorgen jetzt im Mai, in der ersten Maihälfte? Welches Chakra ist von Bedeutung? Oh, da fallen gleich 2, die schauen wir uns auch beide an. Also, es geht für dich um dein Herzchakra und das Kehlchakra. Das Herzchakra hat die Affirmation, ich bin in meiner Mitte. Habe ich gerade noch ausgesprochen, ja, wie wichtig es ist, dass du niemandem mehr erlaubst, dich aus deinem inneren Gleichgewicht, und das ist für mich deine innere Mitte zu bringen, ja. Also dein Herzchakra darfst du stärken, ja. Das ist ein ganz wunderschöner Aspekt, wie ich finde, ja. Du bist in deiner Mitte. Niemand mehr hat die Macht, dich herauszustoßen aus dieser Mitte. Ja? Und das Kehlchakra, da ist die Affirmation, ich bin authentisch. Genau. Und wenn der Page mit dem Fisch im Kelch kommt, dann darfst du dein Kehlchakra weit öffnen und darfst deine Wahrheit kommunizieren. Nämlich ganz authentisch das zum Ausdruck bringen, was du meinst, ja? Was du möchtest und vor allem auch, was du nicht mehr möchtest. Sprich deine Wahrheit und sei in deiner Mitte. So könnte man diese beiden Karten vielleicht zusammenfassen. Ja, meine Lieben, ein schönes Reading, wie ich finde. Ja, die Energie war schön, ich hatte ein warmes Gefühl. Ja, Gott, immer wenn der Hierophant in eine Legung fällt, bin ich begeistert, weil das ist die göttliche Führung. Und die göttliche Führung greift aktuell wirklich bei sehr vielen Menschen vehement ein. Und ja, ich wünsche euch eine schöne erfüllte erste Maihälfte mit viel Fokus auf euch selbst und freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Natürlich freue ich mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr die Videos teilt, dass möglichst viele Menschen in unsere Resonanzgruppe finden und wir diese lichtvollen Botschaften jetzt, wo es ziemlich dunkel wird im Kollektiv, in die Welt tragen können. Darüber bin ich sehr dankbar. Ja,
Einen schönen Tag noch, meine Lieben. Bis bald, die Uli. Tschüss.